der Text, den ich mitgebracht habe, geht über mich, so ein bisschen ähnlich wie vorhin, aber mit ein bisschen Familienanschluss. Oldie, der ich nun mal bin, habe ich dann natürlich auch Enkelkinder. Und darüber möchte ich so ein bisschen erzählen. Die Enkelin, die nachher in meinem Text vorkommt, nicht gleich, aber die nachher vorkommt, war zu dem Zeitpunkt, als ich den Text schrieb, nicht ganz 2 Jahre alt. Also hört euch mal diesen Text an. Wie gesagt, mit Familienanschluss. Nicht gleich, aber später. Überschrift: Entschleunigung. Ey, Alter, wo willst du eigentlich noch hin? Alter? Ja, Alter. Wohin soll es denn noch gehen mit dir? Von hier nach da, von da nach dort, von dort zurück? Du bleib doch ganz einfach mal stehen. Nicht immer nur eilen, mal einfach verweilen. Nicht immer nur streben, mal im Augenblick leben. Nicht immer sich sorgen, nicht mal Gelassenheit bauen. Nicht immer nur fassen, auch mal was verpassen. Nicht immer nur lenken, sich einfach mal verschenken. Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Was sollen diese Sprüche? Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Was soll das? Gelassenheit borgen, auch mal was verpassen. Mich verschenken, an wen denn überhaupt? Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Ich will jetzt endlich einfach raus. Zu Haus, entschiedenes Nein. Da will ich doch nicht sitzen bleiben, nur so daheim die Zeit vertreiben. Ich will wie alle Rentner reisen. Ja, reisen, reisen, die Welt umkreisen. Von hier nach da, von dort nach dort, von dort zurück zu neuen Orten, in einem Fort. Ein Reisesport, belebt vom Internet-Export. Wo ist das richtige Internetportal? Ab in den Urlaub, deine Wahl. Last Minute, kurz mal weg, spezial, ob all-inclusive, ob pauschal, ob fliegend, Linie, billig, Charter, ob früh gebucht, ob spät als Charter. Oh je, bevor ich weiß, wohin, weiß ich schon nicht mehr, wo ich bin. Bei all den vielen Urlaubssorten, bei all den vielen Urlaubsorten, mal Koh Samui, Curaçao, Tobago, San Andres, Bangla, auch mal Alter, Toko, Sossusfly, Tanjung, Benoa, Wangerei, oje, oh wei, noch eh ich irgendwo gelandet, bin Urlaub planen ich gestrandet. Stopp. So also nicht. Wie aber dann? Ich gehe es jetzt mal ganz anders an. Ich bleibe jetzt einfach mal an Land und gehe mit Ida an den Strand. Janina, meine Enkelin, mit der ich gerade im Urlaub bin. Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Genau, wir beide ziehen jetzt los. Auf geht's. Die Welt ist riesengroß, der Strand nur ein paar Meter weit, der Weg dahin eine Kleinigkeit. Janina mit von der Partie, ihr Plüsch und Struppi, der darf nie zu Hause bleiben, muss immer mit. Und ich, so sind wir immerhin schon mal zu dritt. Es geht voran. Ich hinten dran. In gemessenem Schritt gehe ich mit. Eher Schrittchen für Schrittchen oder Trittchen für Trittchen. Denn Ida, sie trippelt voran, sie trippelt zurück. Und langsam geht's weiter, so Stück für Stück. Und zwar 3 Schritte vor und 2 zurück. Aber immer voran. Was für ein Glück. Und Struppi zieht sie hinter sich her. Der Zickzackkurs, der fällt ihm schwer. Jetzt, er kippt um, wie dumm. Ach Struppi, dreh dich doch mal andersrum. Janina läuft hin, aufgerichtet und gestellt auf seine 4 Räder, damit er nicht wieder fällt. Geht's nun weiter. Langsam, aber immerhin. Ich habe unser Ziel im Sinn. Der Strand ist schon in Sicht. So weit denn eigentlich ja nicht. Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Denke ich bei mir, beim Warten. Man könnte doch einfach mal starten. Wie es aussieht, ist der Weg das Ziel, denn bis zum Strand, da fehlt noch viel.
komm, Liga, komm, hier geht's doch lang. Und Jan hat diesmal eine Bank. Darauf, der Struppi muss nun rauf auf die Bank, sich ausruhen, verschnaufen, bis wir drei dann weiterlaufen. Und plötzlich, ach, ich hab's ja vergessen, worauf der Lieder ganz versessen. Die Steine, die kleinen Steine auf dem Pfad zum Strand. Die muss man untersuchen gerade, muss sie besehen, nehmen, sich entzücken und dem Opa in die Hand erdrücken. Und weiter geht's, weiter und weiter schritt's voran, ganz langsam. Aber irgendwann, dann kommen wir drei auch mal an am Strand. Nicht immer nur warten, ganz einfach mal starten. Wie war das doch? Mein Cousin Muni, Kurazawa, Tubakas, sein Andres, Anglau, mein alter Turbo, Sossusfly, Tanjung, Benoa, Wangerei. Ach nee, ach nein, das muss nicht sein. Ich übe mich jetzt in Langsamkeit. Der Weg zum Strand war doch